Leute und willkommen zurück zu einem kleinen Exit-Video. Ich wollte euch nur mal kurz updaten hier. Ich wollte eigentlich heute mit Kalifa das aufnehmen, aber er hat wohl verpennt. Und jetzt ist es schon 1.30 Uhr und ich muss noch mein Bett beziehen, weil heute gewaschen wurde und naja. Sonst hätte ich jetzt noch ein ganzes Video aufgenommen, aber... Ja. Genau, ich weiß gar nicht, wie weit waren wir beim letzten Mal mit dem Haus. Hatten wir das Lager überhaupt schon? Also die Plattform hatten wir schon. Genau, hier ist jetzt der Eingang. So. Hier steht jetzt vorläufig das Bett, bis ich alles im oberen. Hier steht sowieso alles vorläufig. Keine Ahnung, was ich damit mache. Das ist bisher nur so ein Durchgangshaus. Ja. Genau. Das hier habe ich auch noch gebaut. Das ist, ja. Das, ich muss hier alles noch so ein bisschen mit. Hier kommen dann später noch Stützen hin und so. Das muss alles noch gebaut werden. Zack, hier unten geht's zur Höhle, die tatsächlich ziemlich klein ist. So, und wir beschleunigen das Ganze jetzt mal. So. Zack, hier geht's dann hoch. Auch wieder so rund ins Lager. Wo mir langsam der Platz ausgeht. Ja. Ja, da mache ich mir eventuell auch noch einfach ein Rift-Lager hin, wo hier dann einfach nur das Wichtigste ist und da kommt dann halt alles Überflüssige rein, was hier nicht reingehört. Ich habe jetzt übrigens auch eine Möglichkeit gefunden, Minecraft in so aufzunehmen, wie ihr es gerade seht, ohne abgeschnittene Ränder. Ich musste das Fenster verschieben bis zum geht nicht mehr. Es ist unglaublich nervig gewesen. Und ich habe einen Glitch festgestellt, wenn man die Schere nämlich mit Silk Touch verzaubert, spawnen immer zwei Blöcke. Ja, warum? Also zwei Leaves spawnen dann immer. Keine Ahnung warum, aber. Also ich habe schon eine Ahnung warum, aber. Cool, boy. Ja, das hier, die Treppe ist auch fertig. Der eine Baum da, dient einfach nur der Treppe. Muss ich hier noch. Hier kommen auch noch Stützen hin und so. Oder Geländer oder also irgendwas, um das ein bisschen besser wirken zu lassen. So, und hier geht's dann hoch. Im Baum. Der ist ausgehöhlt worden. Ist dann nur an dieser Stelle, aber hey. So, hier ist dann eine kleine Ankunftssparte. Hier, wegen der Aussicht dahin. Hier soll dann eine Panoramawand hinkommen, später. Dann geht's hier nach oben hin. Hier ist dann der Beginn vom. Ja. Vom Hauptareal. Und hiermit kommt man jetzt nach unten in den Raum. Hier soll später noch ein zweites Portal, was nach ganz oben auf den Baum führt. Ist hier unten drin. Hier soll dann. Ich glaube, das lasse ich sogar so. Das ist meine Geheimtür. Aber ja, zum richtigen Eingang da hinten. Hier beim Dorf. Da soll dann noch ein Weg hin, der sich mit dem Dorf verbindet und so. Und ja, wie gesagt, das ist, ich habe nicht viel gemacht hier, aber ich habe trotzdem gesagt, ich mache hin und wieder regelmäßig Update-Folgen. Aktuell bin ich sehr busy mit Xenoblade Chronicles. Das spiele ich privat gerade am meisten. Da kann ich auch gleich noch ein Update-Video zu machen, so nach den Livestreams. Damit ihr mal den Spielstand seht. Ja, ich würde gern weiter streamen. Das ist aber hier nicht möglich. Wie gesagt, das ist viel passiert, Privates. Und, naja. Wenn ich sonst so ein bisschen fürs Aufnehmen oder fürs Streamen frage, so, dann kann ich das verstehen. Aber aktuell ist gerade schlecht einfach. Ja. Das wird dann in zwei Wochen. Nee, wait. Kalender. Da.
Eine Woche, zweite Woche, in 3 Wochen. Weil nächste Woche und übernächste Woche habe ich an den Wochenenden schon was vor. Gut, innerhalb der Woche, mal gucken, vielleicht geht es innerhalb der Woche. Ja, ihr seht schon, ich bin hier ganz weit schon. Ja, und dabei bin ich gerade hier oben alles platt zu machen, weil ich mit dem restlichen Gerüsten beinahe fertig bin. Kommt dann nach oben rauf. Das richtige Haus. Besser gesagt, das wird dann hier in die Blätter reingebaut. Nur hier kommt die oberste Etage hin, die auch mehr eine Start- und Landeareal werden wird. Kann, vielleicht hole ich mir hier auch noch Chocobos oder so. Ui. Ich muss mal gucken, wie meine goldene Feder geht. Kann man goldene Federn verzaubern? Oh mein Gott, du kannst goldene Federn auf Unbreaking verzaubern. Ja, nice. Ja. Das war's schon so mit dem Update. Ich habe noch einen Electric Staff Magic Essence. Ich muss mal kurz aufräumen. Ich verwechsel euch beide immer. Zack. Nee, Redwood hat eine eigene Kiste. Leaves haben auch eine eigene Kiste. Essenzen haben eine eigene Kiste. Mobloot. Da kommst du jetzt auch einfach mit rein. Werkzeuge. Werkzeuge haben keine eigene Kiste. Kommst du zu Leaves rein? Das Kistengeräusch ist auch überhaupt nicht nervig. Dann machen wir mal. Suchen wir mal raus und suchen mal was, dass ihr noch so ein bisschen Action seht hier. Und ich auch. Ach ja, genau. Hier ist. Guck, da ist ein unterirdischer Battle Tower. Da habe ich die Full-Scale-Rüstung her. Ich habe einfach gefunden drin. Und hier ist noch ein weiteres Villager drauf übrigens. Oh, ein kaputter Tower. Ach, jetzt habe ich meinen Nachhause-Teleportierspiegel nicht dabei. Da hinten ist auch Karte. Oh Gott, ist wieder ein kaputter Tower. Noch ein kaputter Tower. Kein Widget auf da, jetzt sehe ich einen Tower. Da. So, haben wir jetzt noch einen Tower. Oh lol, der geht noch nach unten. Hat er irgendwas Interessantes hier? Hier ist meistens eh nur das gute Zeug oben. Interessant, aber. Sag mal, ich habe 60 FPS und das Spiel laggt trotzdem wie Sau. Muss an der alten Minecraft-Version liegen. Klar, Essen und Kohle kann man immer gebrauchen. Ich war hier auch noch nicht einmal weinen. Im gesamten Spiel über. Ja, das Schwert ist übrigens auf Looting 3 verzaubert, also ne? Nicht nur, warum wir hier so viel Schwachsinn hinkriegen fürs Inventar. Enderperlen. Schönes Tier. Kann man alles immer mal gebrauchen. Okay.
Ja, und die EP sind auch ganz nett. Beanstalk, was auch immer das ist. Verdammt. Ja, da an die Truhe kann ich noch nicht ran, dazu muss ich jetzt hier oben erst. Bis da, du nervst unglaublich. Wegklatschen. Dann lass mich sie jetzt wird alles eingesammelt. Bring mich nach Hause. Das zeige ich jetzt noch und dann beende ich das Video. Ich habe wenigstens ein bisschen was hier heute. Weil gestern ja schon nichts kam. Da ist da der Baum. Zack. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.